Hey na, was geht? Willkommen zurück hier bei God of War. Yes, yes, ja. Wir suchen dieser Un. Oh shit. Bringt uns dieser Seitengang zum Tempel? Wir werden sehen. Wenn du noch mal knifflig sagst, dann erbe ich dich. Muss jetzt mal gucken, wann wir in der richtigen Höhe sind. Glaub eins höher. So, kann er auch einfach. Alright. Okay, Rüstung und so gucken wir uns alle mal ganz in Ruhe irgendwann an. Die Frage ist, wo ist die dritte Rune? Ist sie irgendwo hier? Ah, ist eine gute Frage, Alter. Wo ist die dritte Rune? Das Einzige, was ich sehe, ist da drüben, aber das ist, glaube ich, eher eine Truhe oder so. Ja, ist irgendwas anderes. Ha!
Dachte ich's mir. Nice. Krass, das ist Apfel Nummer 7 von 9, ne? Ups. Ah, mit Gamepad. Mutters Stimme genau. Sie war es. Sie ist tot, Junge. Sprich nicht mehr davon. Gut. Okay. Was ist das? Dude! Natürlich werde ich jetzt angerufen. Reduziert jeglichen Schaden durch Angriffe von Dunkelalben um 12%. Okay, das ist sehr spezifisch. Aber auch hier können wir die nicht freilassen, ne? Oder wenn wir es drehen hier komplett. Ne. Das ist strange. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir auf dem Weg zurück, dass dann alle Zellen offen sind. Scheint ja wie so ein Gefängnis hier zu sein. Okay. Lauf, Junge! Okay.
Okay, krass, Alter. Kratos hat einfach mal unlimited Spartan Rage gehabt, Alter. Deswegen, ich sag's immer wieder, ey, leg dich nicht mit der Familie des Gottes Krieges an. Damn. Da ist eine Truhe. Hier geht es nicht rüber und die Bogensehne der Hexe funktioniert nicht mehr. Ich sehe leider nicht, wo das Herz ist von dem Teil. Ja? Wait, what? Da ist doch nur eins. Ja, da ist nur eins. Oh shit. Oh, jetzt habe ich eine Idee. Jetzt habe ich eine Idee, Freunde. Wir müssen das irgendwie in irgendeinen Spot werfen. Wo weißt du, wenn wir es zurückrufen, wo es dann durch beide Teile durchgeht? Es ist durch eins durchgegangen. Ich krieg das hin, Freunde. Ich krieg das hin. Okay, jetzt ging's durchs zweite durch. Okay, ich bin ein bisschen überfragt, um ehrlich zu sein. Gibt's da irgendeinen Hinweis? Nee. Entweder der eine oder der andere.
Sorry. Ich fucking hab's. Gott sei Dank. Für 3 Punkte Hacksilber. Ah ne, Stahlschulpenstiefel. Naja, passt ja. Bist du sicher, dass es der Hexe gut geht? Hoffentlich starb sie nicht, als sie uns half. Sie hat gewusst, was sie tat. Bestimmt. Okay, für uns geht's nur hier weiter. Mehr davon. Wenn wir genug wegschneiden, müsste oben die Brücke wieder erscheinen. Genau. Rechne mit Widerstand. Klar. Ich mag, wie er genau sagt. Aber zu 90% keine Ahnung hat, wovon wir überhaupt reden. Das ist wie ich früher in Mathe. Polynomdivision. Der Lehrer erklärt, ich sag, ah ja, ja. Klar. Genau so habe ich mir das auch gedacht. Okay, da können wir hoch. Wir müssen aufpassen, die Dudes, die können Licht ausmachen. Konzentrier dich! Oh. Einer der Vergessenen! Meister! Wie tötet man etwas auf Stand? Du findest seinen wunden Punkt! Holy shit! Ich bin bereit! Wait a second! Okay, denk nach.
Schieß mal nochmal. Zersplittert das Herz von Alfheim. Also, da ist es. Halte Wache, Junge. Dude, Alter, was für ein Fight. Aber eigentlich ganz easy, der Dude, wenn man erstmal weiß, was man machen soll. Sekunden. Was nehmen wir? Lass mal gucken. Hier Rüstung haben wir auch. Runenabwehr. Oh, das ist natürlich ordentlich. Glück würde nur 4 Punkte runtergehen, weil wir könnten ja auch... Oh nee, das hat gar keinen... das müssten wir ja wahrscheinlich erst aufwerten, dass wir ein Symbol Platz haben. Fähigkeiten können wir gucken. Bei Atreus haben wir so ziemlich alles gekauft erstmal. Das holen wir uns. Schwerer Angriff. Holen wir uns. Werden wir wahrscheinlich nie sehen. Halten Sie beim Ausweichen L nach vorne und drücken Sie für einen schnellen Dude. Drücken Sie beim Sprinten, RB im Sprungangriff auszuführen. Klar. Drücken Sie beim Sprinten um einen starken Sprungangriff. Alright. Ja. Das müssen wir wahrscheinlich ein bisschen üben. Wahrscheinlich nur, wenn wir einen Gegner treffen. Okay. Die Mann da oben! Du frierst dir zuerst ein! Gut! Okay.
Ist immer voll easy, rauszufinden, in welche Richtung ich gehe. Wenn das Game sagt, ich soll die in die eine Richtung, kannst du deinen Arsch drauf verwetten, dass ich in die andere gehe. Da unten waren wir vorher, okay. Es sieht so... Sorry, aber ich muss mir hier mal alles angucken. Es sieht so geil aus, einfach. Videogames haben sich so verändert im Laufe der letzten 30 Jahre. Das ist der Wahnsinn. Das Licht erschafft offenbar mehr als nur Brücken. Vielleicht bringt uns das hier nach oben. Okay. Einfach nur krass. Ich werde mich nie dran gewöhnen, auf festem Licht zu laufen. Ich würde mich auch nicht dran gewöhnen. Die Tür. Da ist kein Schlitz. Was? Wir haben ein Problem. Oh. Noch Ruhe. Mehr von diesen Glocken. In der Nähe muss eine Nordentruhe sein. Ja, da hinten. CRM. Das könnte ein Problem werden. Wo ist ein C? C. R. Das ist problematisch. Das ist, es ist egal, welche Reihenfolge. Okay, das wäre egal, welche Reihenfolge. Okay. Ja, Handy, ich weiß doch. Ist doch okay. Dude.
Nein! Du, das... willst du mich rollen, Alter? Ich hasse das. Ich habe einfach ein Problem mit dem Gamepad, schnell präzise zu zielen. Maximale Rage erhöht. Oh, das ist nice. Das ist nice, Freunde. Wisst ihr, was auch nice ist? Dass es in der nächsten Folge schon weitergeht. Hier mit Kratos, dem Gott des Krieges, dem Geist von Sparta. Ey, ich bin auch wieder dabei. Ich hoffe, du auch. Hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ganz, ganz wichtig. Und es wäre genauso wichtig, wenn du mir einfach einen netten Kommentar schreibst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye.